Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTubeGamescom auf der PlayStation 4 und ich mache wieder ein Video über ja, Flüchtlinge oder besser gesagt über die Wahlen. Weil natürlich die meisten Abonnenten von mir sind. Alter! Sind nicht mal interessiert, nicht mal dieses Thema wählen. Aber es sollte euch eigentlich nicht interessieren. Nee, es muss euch nicht interessieren. Sondern ihr solltet mal eure Eltern überreden, dass sie was anderes wählen als CDU oder SPD. So, Leute, in Deutschland, das ist bestimmt euch aufgefallen, auch den jüngeren Zuschauern von mir, es hat sich doch was verändert. In jedem Dorf in Deutschland gibt es Flüchtlinge. In einem Dorf sind vielleicht 30, in einem anderen sind 200 oder 400 Flüchtlinge und in einer anderen Stadt sind mehrere tausend oder 10.000 Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, die hauen ab teilweise nicht nur vor Krieg, sondern die hauen jetzt teilweise natürlich auch ab, weil es einfach keine Perspektive gibt, arbeitsmäßig und so weiter. Die eine Gruppe haut ab von wirklichem Krieg, die andere wegen Unterdrückung, weil sie lesbisch sind, weil sie homosexuell sind oder durch solche Sachen. Ne? Die hauen alle ab, die kommen alle nach Deutschland. In Deutschland heißt es, hier gibt's was, hier gibt's Kohle und hier ist es sicher, hier hört man viel, hier sind Flüchtlinge willkommen. So. Fakt ist, wir haben in Deutschland schon über 1 Million Flüchtlinge. Und jeder Flüchtling braucht eine Wohnung. Und das ist natürlich das Problem, was wir haben. Es ist verdammt schwierig. Die Mieten in Deutschland sind verdammt hoch. Und jetzt werden die Mieten noch höher. 1 Million Flüchtlinge kann man schaffen, das ist absolut kein Problem. Aber wenn wir hier mal keine Gesetze haben, wo mal wirklich was geregelt ist, weil es gibt gute Flüchtlinge und es gibt schlechte Flüchtlinge. Die guten Flüchtlinge überwiegen, die schlechten Flüchtlinge, die gibt es auch und sind ein kleiner Prozentsatz. Ich fordere ganz klar, dass es einen Ausweis gibt, fälschungssicher für alle Flüchtlinge. Jeder hat das Chance, das Gastrecht hier in Deutschland. Das finde ich absolut super. Aber wenn ein Flüchtling eine Frau vergewaltigt oder auch ein Mann vergewaltigt, es gibt auch homosexuelle Flüchtlinge. Ich will keine diskriminieren hier. Wenn schon, dann richtig. Wenn ich Video mache, dann richtig. Und dann muss man ganz klar sagen, sorry Bruder, du wirst in dein Land zurücktransportiert. Und wenn du wiederkommst, dann wanderst du irgendwo im Knast. Für eine lange Zeit. So muss das sein. Und man muss wirklich mal hier härtere Gesetze machen, weil so in Deutschland kann es nicht sein. Es kommen Leute aus Ländern, denen es teilweise sehr gut geht. Und das geht nicht. Weil nachher kommen die Leute aus Frankreich, aus Spanien, überall her. Funktioniert nicht. Muss man ganz klar sagen. Und ich rede auch ab und zu mal mit Muslimen und da ist es wirklich so, dass selbst die sagen, hey Bruder, das geht nicht, das ist einfach zu viel von Muslimen. Jetzt frage, was soll ich wählen? Bloß nicht NPD. Wenn du die NPD wählst, dann verkaufst du deine Seele. Und zwar an den Teufel. Weil das sind Rechtsradikale, die haben was gegen Ausländer, das darf man ganz klar, muss man ganz klar sagen. Und die AfD, da sind Muslime in der Partei, da sind Ausländer in der Partei, in der AfD sind Pakistani, das sind Iraker, da ist alles drin, alles bunt gemischt. Und AfD ist auf keinen Fall rechtsradikal, sondern die AfD sagt klar Ausländer, ja, aber bitte Deutsch lernen und bitte keine Kriminalität. Und ich meine jetzt nicht die normalen Ausländer, sondern ich meine die Flüchtlinge. Das ist ein Gastrecht. Wir retten diese Menschen vor Krieg. Und wenn dann Leute hinkommen und vergewaltigen oder bekrapschen oder was weiß ich machen, haben die ihr Gastrecht verwirkt. Goodbye, see you later, alligator. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber meine Meinung ist ganz klar. Flüchtlinge, ja, wenn sie sich integrieren und Deutsch lernen. Und das tun verdammt viele. Nur man sieht das leider nicht so. So. Also. Wähle ich die AfD? Es ist leider gar nichts anderes möglich in Deutschland.
Die CDU funktioniert nicht. Die CSU ist eine super Partei mit Seehofer, aber kann man leider nur in Bayern wählen. Aber ihr müsst eins wissen, bloß nicht die NPD wählen. Und noch eine kleine Information. Wählt auch nicht die Grünen, weil die machen auch nichts, sondern wählt die AfD. Und auch als Ausländer musst du die, oder solltest du die AfD wählen, weil es geht ja auch um die Zukunft in Deutschland. Das ist ganz wichtig, weil die AfD, das ist keine Nazi-Partei, das ist eine Partei, die auch für Ausländer ist. Ne? Und die Ausländer, die in Deutschland sind Deutsche. Das sind keine Ausländer in meinen Augen. Also Leute, wählt AfD, damit CDU und SPD mal ein bisschen Angst bekommen, damit mal endlich was gemacht wird. Es geht nicht darum, alle Flüchtlinge abzuschieben. Nicht die Leute, die vor Krieg fliehen, vor Gewalt, vor Missbrauch, vor Mord, vom Islamischen Staat, sondern es geht darum, Flüchtlinge aus Deutschland zu vertreiben, die aus einem Land kommen, wo kein Krieg herrscht. Und es geht darum, Flüchtlinge auszuweisen, die Mord begangen haben oder zum Beispiel irgendwas gemacht haben. Zum Beispiel ein Kind vergewaltigt. Pädophile Flüchtlinge dürfen wir auch keine Chance geben. What the fuck, was geht denn jetzt ab? So, das ist alles meine Meinung. AfD, das ist in meinen Augen die Zukunft. Nein. Nicht die Zukunft, sondern es geht darum, dass die mal ein paar Prozent bekommen, damit mal hier was passiert. Danke und ciao und auch an meine muslimischen Abonnenten. Mashallah, macht's gut, Leute. Salamu alaikum und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Schreibt eure Meinung in die Kommentare.